guck dir mal die Scheiße hier an. Hier. Hat die ganze Schule, Mann. Was ist das denn für eine Scheiße? Du bist am Arsch. Fuck, das kann ich jetzt alles. Ach, fuck, Mann. Wie war die Übergabe gestern? Ja, scheiße, ich war nicht da. Wie, du warst nicht da? Ja, ich konnte nicht, ich hatte keine Zeit. Ja, guck dir doch die Scheiße an. Jetzt weiß es jeder, super. Scheiße, Mann. Hi. Hi. Schon gesehen? Ja, klar. Tut mir echt leid. Hast du es auch schon gesehen? Ich hab's geschickt bekommen, aber ich hab's mir nicht angeguckt. Mach dir keine Gedanken. Danke. Sollen wir mal reingehen? Okay. Komm. Ja, los, okay. Dann auf. Die Höhle des Löwens. Scheiß auf die Da kommt sogar der kleine Dank, dass ich einen abgewählt. Wirklich sehr, sehr witzig. Naja, so viel war da jetzt auch nicht zu sehen. An wen hast du denn gedacht bei Mama? Jetzt halt deine Schnauze, Mann. Okay. Was ist hier passiert? Der ist wie verrückt auf mich losgegangen. Du hast zu lügen. Komm, raus. Okay. Raus. Ich hab nichts gemacht. Ja, ja. Hör mal, was soll das? Ich hab nichts gemacht. Das letzte Mal. Ich hab dir schon den Tadel ausgesprochen und dir angekündigt, dass dir der Verweis droht. Den spreche ich hiermit aus. Es reicht. Es, genau, es reicht. Es reicht. Und gibt's doch was. Und ich bin mir jetzt auch schon fast sicher, dass du das mit den 200 Euro warst. Da können Sie sich einen anderen Sündenbock versuchen. Das werden wir noch sehen. Ich Jonas, raus! Herr Gott, dann fliege ich halt von der Schule. Als ob ich mich hier jemals noch blicken lassen würde. Scheiß drauf. Oh Mann, Lisa, ich weiß auch nicht. Das hat doch eh keinen Zweck. Jonas, du weißt schon, was Max mit dir abgezogen hat. Er hat dich erpresst. Na klar weiß ich das. Das weiß die ganze Schule. Den Scheiß hat jeder auf dem Handy. Ja, genau deshalb müssen wir das jetzt mit ihm klären. Das geht so nicht. Nein, das hat hier keinen Zweck. Komm, wir machen es. Max, was machst du da? Hallo, seid ihr, hallo? Könnt ihr nicht mal klopfen oder was? Max, zu Jonas Video? Das geht dich ja mal gar nichts an, was ich hier mache. Natürlich, ich bin deine Schwester. Ja, das heißt nicht, dass du dich hier einzumischen hast, was ich hier mache. Max, kann das sein, dass du schwul bist? Max, ich rede mit dir. Sag es mir jetzt. Ja, ich bin schwul und ja, ich stehe auf Jonas. Bitte was? Wo überhaupt hast du dieses scheiß Video vor mir her? Ja, ich habe mich in den Chatverlauf meiner Schwester reingehackt, um dich anzuschreiben. Was hast du gemacht? Ja, ich... Oder hättest du mir so ein Video geschickt, wenn ich dich angeschrieben hätte? Ja, aber natürlich hätte ich es dir nicht geschickt. Ja, also dann ist das doch klar. Ja, weißt du, worum was es hier überhaupt geht? Ich werde erpresst, Mann. 500 Euro hat er schon von mir gekriegt. Max, sag, warst du's? Hast du Jonas erpresst? Nein, ich hab den nicht erpresst. Aber ich hab das Video weitergeschickt. Was hast du? An wen? Ja, das kann ich nicht sagen. Du musst es sagen. Nein. Nein. Ich werde erpresst. Ja. Max, ich will, dass du das klärst. Das geht gar nicht. Ja, ich werde mit ihm reden und dir die 500 Euro zurückholen. Das wirst du sofort machen, unaufgefordert. Ich will dich da nicht nochmal dran erinnern müssen. Ja, ich werde auch mit den Lehrern reden, mit den Missverständnissen in der Schule. Ja, dann mach das jetzt. Und lösch doch dieses scheiß Video von deinem Computer. Ja, okay. Sofort. Mann, ey. Unglaublich, wirklich. Jetzt will ich erst Rest nach Hause. Hätte ich nie gedacht. Ja, ich auch nicht. Ja, und wenn du jetzt nach Hause gehst, klär das bitte mit deiner Mutter. Sie muss von den Schulverweis erfahren, das geht so nicht. Ja, aber es ist nicht so einfach, wie du gerade denkst. Und sag ihr bitte die ganze Wahrheit, weil dann versteht sie es nämlich. Ja, das glaube ich auch. Und ich habe natürlich auch Verständnis für Jonas, der natürlich Angst hat, dass seine Mutter ihm wieder eine Riesenszene macht. Ich kann nur hoffen, dass das nicht passiert. Es würde der Mutter aber sicherlich helfen, von vorne bis hinten die gesamte Geschichte zu verstehen. Und ich kann mir vorstellen, dass sie dann anders auf ihn eingehen wird. Max ist also an diesem Video schuld. Dass er schwul ist und auf mich steht, das hätte ich nun wirklich nicht gedacht. Aber ich muss jetzt erstmal unbedingt mit meiner Mutter reden. Am besten ist es, wir ziehen um. Was ist los, mein Schatz? Erzähl mal. Ach, nichts Besonderes. Doch, das sehe ich doch. Ich sehe es dir doch an. Was ist denn los mit dir? Meine Mama, ich bin von der Schule geflogen. Du bist wie bitte? Ja. Oh, ich fasse es nicht. Was hast du denn schon wieder angestellt? Diesmal kann ich nun wirklich nichts dafür. Also ich habe wirklich nichts gemacht. Nee, ist klar, du kannst nichts dafür. Wer kann denn sonst was dafür, dass du von der Schule geflogen bist? Was ein Jammerlappen. Was für ein Loser. Sag mal, Junge,
Bringst du überhaupt irgendwas auf die Reihe? Fliegst von der Schule? Wie nicht, ey, jetzt rede ich. Markus, fliegst von der Schule? Kannst du mal bitte einen anderen Ton anschlagen? Wieso einen anderen Ton? Gucken dir doch an. Hat die große Fresse wie ein Erwachsener und fliegt von der Schule. Moment, jetzt halt dich doch mal zurück. So musst du mit dem Jungen doch nicht reden. So kann ich mit dem Jungen reden. Nee. So hat er das verdient. Hör mal auf. Du bist doch das Letzte. Du hast doch keine Eier in der Hose. Halt du die Schnauze. Bist ein Jammerlappen. Du mieses Arschloch. Guck dich doch im Spiegel an. Weißt du was? Was denn? Jetzt bin ich's leid. Was soll denn? Hier. Was soll denn die Scheiße? Die gehören alle dir, du Arschloch. Gehören die dir oder was? Ja? Das sind deine. Was ist das denn? Ich hab damit nichts zu tun. Was ist das denn? Das sind seine Hefte. Wie seine Hefte? Wie seine Hefte? Du weißt doch, wie ich über sowas denke. Ja, dann sag's ihm doch. Das sind nicht seine Lügen. Wir gehören die nicht. Hier, der will mir das in die Schuhe schieben. Und dein toller Freund, Mama. Das miese Arschloch da hinten. Der andere hinter deinen Rücken. Zur selben Zeit. Ja, was ist denn los? Ja, also es geht um Jonas. Der hier, der Loser bei uns aus der Klasse. Ja, du kannst dich ja noch an das Bild in der Klasse erinnern, ne? Ja. Also das war ja schon echt lustig, aber auch ein bisschen hart, finde ich. Findest du? Ja. Also, du hast auch drüber gelacht. Ja, klar, weil es im ersten Moment ist es lustig, aber das ist auch ziemlich heftig. Und ich habe das Video ja aufgenommen, habe es dir ja geschickt, ne? Ja. Und dann habe ich erfahren, dass der erpresst wird. Ach, wirklich? Ja, weißt du, wer das? Du bist der Einzige, den ich das geschickt habe. Ja. Kann sein, dass du das machst, oder was? Ich? Wie jetzt? Was erzählt Jonas da? Ich weiß es nicht, was der für eine Scheiße erzählt. Hör doch jetzt auf zu was lügen! Was erzählt er denn da? Stimmt das? Nein, das stimmt nicht! Der denkt sich das aus, der will mir was in die Schuhe schieben, weil er so ein Jammerlappen ist, Moment. Wenn er mich jetzt so hinstellt. Moment, bitte, ich hab, das ja? Das ist nicht mir die Hälfte. Habe ich das nötig, auf so eine Dinger zu... Nein, sowas, so in so einer Hinsicht würde er niemals lügen. Jetzt stelle ich dir noch einmal die Frage. Ein einziges Mal. Erzähl mir gefälligst die Wahrheit. Was ist da los? Du glaubst ihm also mehr wie mir? Er ist mein Sohn. Ich hab dir gesagt, was ich mit dir mache. Moment, jetzt ist gut hier. Was hab ich dir gesagt? Geh weg. Du Drecksack, du Elender. Schnauze. Komm hoch, Junge. Ich. Das machst du nicht nochmal. Was denn? Hör jetzt auf damit. Ich ruf die Polizei. Dann ruf dann die Polizei. Das mache ich auch. Jetzt ist Schluss. Du willst nie wieder meinen Sohn anpacken. Hast du das verstanden? Hör mal zu. Hör du jetzt mir mal zu, ja? Ich gehe jetzt einen trinken. Und wenn ich wiederkomme, seid ihr hier verschwunden. Der hat's doch nicht anders verdient. Warum? Ja, aber der hat doch gar nichts getan. Ja, trotzdem. Guck dir den noch mal an. Wer schon so ein Video von sich macht, der will doch, dass sowas gemacht wird, oder nicht? Nee, hör einfach auf mit dem Scheiß. Nein, ich höre nicht auf damit. Warum willst du denn nicht aufhören? Das ist doch... Warum? Das ist doch gut verdientes Geld. Ganz schnell und einfach. Ja, nee, das geht zu weit. Nee. Lars ist natürlich wegen Erpressung zu verurteilen. Das ist ganz klar. Da er Jugendlicher ist, hat er noch das Glück, dass auf ihn das Jugendstrafrecht anzuwenden ist. Das heißt, er hat wahrscheinlich hier nur einen Dauerarrest zu erwarten. Wäre er erwachsen, also über 18 Jahre, da sähe das anders aus. Da hätte er eine Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren zu erwarten. Hör einfach auf. Ach, warum beschützt du den eigentlich? Ja. Bist du verliebt in den oder was? Was bist du mittlerweile schwul geworden oder was? Wird mir eh alles jetzt ein bisschen zu viel. Ich verpiss mich. Ja. Ach ja. Und wenn du nicht den Mund hältst, hau ich dir auf die Fresse. So ein Scheiß, ey. Ich bin so ein Vollidiot. Ich hätte das Video nicht machen dürfen. Das Einzige, was ich jetzt noch tun kann, ist Jonas zu sagen, wer das Video wirklich rumgeschickt hat. Und wir sind garantiert hier weg. Mit so einem Typen, wie du es bist, will ich nichts mehr zu tun haben. Und ich will euch nicht mehr sehen. Packt garantiert. Und haut ab. Garantiert. Wir sind gleich weg. Dein Assi-Sohn. Ja? Ja, Mann, wie, du konntest da nichts erreichen. Mann, scheiße. Ja. Danke für deine Hilfe, aber melde dich bitte noch, okay? Ja, ist klar. Danke dir. Ciao. Was ist denn da jetzt los? Ach, nichts. Was ist jetzt los? Mann, nicht schon mehr als ohnehin. Jonas, bitte, jetzt erzähl mir, was da passiert ist. Erzähl was jetzt vorgefallen ist. Mama, ich wurde erpresst. Du wurdest... reicht das nicht? Was? Du wurdest erpresst? Ja, wieso? Das war der Grund, weswegen halt ich von der Schule geflogen bin. Es gab ein Video von mir, was ich gemacht habe. Ja. Und das ist halt ein bisschen peinlich. Junge, aber wieso erzählst du mir das denn nicht? Man, weißt du, wie peinlich mir das ist? Ich bin deine Mutter, mir kannst du alles erzählen. Ich weiß, aber ich wollte es selber klären. Erpressung? Ja. Wir müssen zur Polizei hingehen.
Mann, ich will nichts mit der Polizei zu tun haben. Da muss ich denen das scheiß Video vielleicht noch zeigen oder alles im Detail erzählen oder das will ich einfach Jonas, nicht. Jonas, das geht aber nicht. Erpressung, das ist eine Straftat. Derjenige, der muss bestraft werden. Ich weiß. Komm, lass uns das bitte machen. Ich weiß nicht, Mama. Los, los, komm, wir gehen zur Polizei und werden denjenigen dann anzeigen. Komm, komm, okay. Komm, wir gehen, bitte. Ja, genau so muss ein Gespräch laufen, damit Jonas sich auch traut, da einen nächsten Schritt zu machen. Denn einmal macht er diesen Schritt für sich, er wehrt sich gegen einen Erpresser, das macht auch was mit ihm selber, er kann dann stolz auf sich sein. Und vor allen Dingen, was er vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat, er schützt auch noch andere. Denn der Erpresser, der wird es, wenn er erfolgreich ist, auch nicht nur bei Jonas bewenden lassen. Also das alles, was mein Sohn durchgemacht hat und mir nichts erzählt hat, das ist einfach nur fürchterlich. Der arme Junge. Wir werden sofort zur Polizei hingehen und eine Anzeige machen. Und unsere Sachen aus dieser Wohnung schaffen wir auch sofort raus. Mit Markus, mit diesem Arschloch, will ich nichts mehr zu tun haben. Jonas' Mutter konnte ihn überzeugen, die Erpressung bei der Polizei anzuzeigen. Mit drastischen Konsequenzen. Das ist er, ne? Das ist er. Hast du ein Handy dabei? Ja, hat doch jeder heutzutage. Wo? Rechte Hosentasche. Okay, das Handy ist sichergestellt, ne? Okay. Da ist ein Video drauf, das der Max gedreht hat. Und du sollst damit den Jonas erpresst haben. Wir prüfen das, ob das da drauf ist. Können Sie machen. Ja? Ja. Außerdem nehmen wir dich mit zur Wache. Du stehst nämlich im Verdacht, eine ziemlich schwere Straftat der Erpressung begangen zu haben. Und dafür wirst du vernommen. Deine Eltern, die benachrichtigen wir auch. Die kommen auch mit zur Dienststelle. Okay. Und Sie kommen dann auch zu uns, wenn wir mit Ihnen telefoniert haben, damit Sie Ihre Aussage machen können. Selbstverständlich. Ne? Selbstverständlich. Okay. Hoffentlich hat der Spuk jetzt endlich ein Ende. Ich werde sehen. So, Dankeschön. Mensch, Jonas, warum bist du nicht gleich zu uns gekommen? Herr Oder Pieper. Zumindest zu mir. Also ich kann das nicht verstehen. Ist halt ein komisches Gefühl für mich. Ich kann das nicht verstehen. Es war mir unangenehm. Ja, aber genau deswegen sind wir doch auch da. Jetzt ist die Situation doch viel schlimmer. Ich weiß, natürlich. Mensch, mein Gott. Du wolltest, glaube ich, noch was anderes sagen, Jonas, oder? Ja, die Sache im Lehrerzimmer mit dem Geld, das habe ich geklaut alles. Ach, mein Gott, auch das noch. Es tut mir furchtbar leid, Herr Pieper, ganz fürchterlich. Ich habe das Geld auch da. Entschuldigung nochmal. Und bitte, bitte geben Sie das den anderen. Von meiner Seite auch nochmal Entschuldigung. Es tut mir wirklich leid. Mensch, Jonas, ich habe wirklich an dich geglaubt. Aber ich kann dir jetzt dazu nichts sagen. Ich werde mit den Kollegen sprechen müssen. Das liegt nicht alles in meinem Ermessen. Ja. Ne? Also, wir müssen mal schauen, was sich da draus ergibt. Ich hoffe, dass du mit einem blauen Auge davon kommst. Er wird sich auch persönlich bei den anderen entschuldigen. Dafür garantiere ich. Das ist Voraussetzung. Ja, selbstverständlich. Natürlich. Das macht er. Ja, also in Ordnung. Naja, auf der einen Seite ist es erstmal gut, dass Jonas die Situation jetzt hinter sich gebracht hat. Ich finde es aber nicht genug, dass nur Jonas sich entschuldigen muss. Denn ich glaube auch, dass Herr Pieper sich an die eigene Nase fassen muss. Denn wenn ich als Lehrer nicht den Raum einlade, dass mir die Kinder auch vertrauen können und dass ich nicht zuhöre, wie ich ihn erlebt habe und dann komme und so tue, als wäre alles easy gewesen, wieso hast du mir vorher nichts gesagt? Nee, als Lehrer muss ich ganz klar die Basis für Vertrauen schaffen und das wäre der Appell an Herrn Pieper. Jonas, ich würde mich nur gern vorher bei dir noch entschuldigen, dass ich so einen großen Mist gebaut habe und wird nicht wieder vorkommen. Und ich hoffe, du wirst mir verzeihen. Wenn es von Herzen kommt, auf jeden Fall. Aber noch, nicht nochmal so eine Nummer, ne? Es war echt ziemlich mies. Niemals wieder. Ich bin jetzt so froh, dass dieser scheiß Horrortrip vorbei ist und dass das alles geklärt ist. Aber ich glaube, nach der Nummer werde ich trotzdem die Schule wechseln. Jonas Erpresser hat seine gerechte Strafe bekommen und das Video wurde endgültig gelöscht. Jonas! Hi! So, ist gut, ihr Süßen. Ihr könnt nachher weitermachen. Ja. Geht's dir gut? Ja, super. Sehr schön. Wie läuft das denn in der Schule? Lars hat jetzt endlich einen Schulverweis bekommen. War auch echt nötig, ne? Wie es alles abgelaufen ist. Okay. Max hat sich geoutet, ihm geht's super. Sehr schön. Naja, Lars wird noch was erleben. Wir haben eine Anzeige gegen ihn gestellt. Ja. Aber wir müssen los, damit wir auch fertig werden. Und danach lade ich euch auf eine Pizza ein. Ja, cool. Meine Mutter und ich werden in eine andere Stadt ziehen. Ich denke, das ist auch die richtige Entscheidung. Die Trennung mit Markus hat sie ganz gut verkraftet. Und die neue Schule ist echt ganz cool. Die Leute sind gut drauf, ich habe viel Spaß da. Und ich bin jetzt mit Lisa zusammen. Wer hätte das denn gedacht?